So, es ist 11:30 Uhr. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal pünktlich an. Es werden bestimmt noch ein paar dazukommen, aber die werden sich schon einfinden. Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Change Management in Krisenzeiten. Dieses Webinar ist Teil einer Webinarreihe von der Cassini Consulting, die diese Woche stattfindet, auf die ich heute später nochmal eingehen werde. Das ist auch für mich jetzt ein ungewohntes Format. Normalerweise stehe ich vor den Leuten, vor denen ich präsentiere. Heute ist es erstmal, dass ich tatsächlich ein Webinar halte. Ich möchte aber trotzdem, dass wir irgendwie Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Deswegen würde ich vorschlagen, während dem Webinar sind Sie alle stumm geschaltet. Das Ganze geht dann ungefähr eine halbe Stunde, nicht länger. Und danach haben wir noch Zeit, uns auszutauschen, Fragen zu stellen, miteinander zu reden, Kontakte zu knüpfen. Ich habe schon in die Teilnehmerliste reingespickelt und es sind wahnsinnig spannende Leute heute dabei. Deswegen freue ich mich auf den Austausch später. Also, fangen wir mal an. Noch kurz zu mir. Mein Name ist Susanne Biesinger. Ich bin Consultant bei der Cassini Consulting. Ich bin Wirtschaftsingenieurin mit Schwerpunkt auf agilem Projektmanagement und Change Management. Heute mit dabei als meine Unterstützung ist meine Kollegin Lisa Korte, die mich technisch unterstützt. Wenn Sie also stumm geschaltet werden, war das höchstwahrscheinlich die Lisa. Wir beide sind bei der Cassini Consulting tätig. Bei der Cassini Consulting machen wir Wandel. Das ist so, was wir den ganzen Tag tun. Wir machen nicht nur irgendeinen Wandel, wir machen den digitalen Wandel. Und zwar machen wir das schon seit 2006. Wir sind eine IT- und Managementberatung, die auch an den Standorten sitzt, wo andere IT- und Managementberatungen sind. Wir haben über 220 Mitarbeiter. Wir sind Teil der Cassini AG mit der Aleris Solutions, mit der Scoop IT zusammen. Und unsere Klienten reichen über die DAX-Konzerne, über Bund und Länder, über Mittelständler und inzwischen auch Startups. Und all diesen Klienten helfen wir bei der digitalen Transformation. Ja, das ist unsere Hauptarbeit, was wir so den ganzen Tag tun. Das machen wir in der Verwaltung, im Mittelstand, bei Startups. Wir machen Digital Marketing und Sales, wir machen digitale Produkte und Services, IT-Exzellenz sowie Security und Privacy. Das heißt, egal was es mit Digitalität zu tun hat, wir machen das. Das sieht man auch ganz gut an unseren Kunden. Wie gesagt, wir haben Bund und Länder als unsere Kunden. Berlin und München sind auch dabei. Wir sind in der Mobilitätsbranche sehr vertreten. Daimler, Audi, BMW, Volkswagen, sowie die Deutsche Bahn, die Lufthansa. Wir sind bei den Banken unterwegs, im Finanzsektor, bei der Pharmaindustrie, aber auch in kleineren Unternehmen wie zum Beispiel chefkoch.de. Also wie Sie sehen, wir kennen keine Branche. Jeder, der Hilfe bei der Digitalisierung braucht, da sind wir dabei. So, das war es jetzt aber auch schon genug als Hintergrundinformation, so wer wir als Cassini sind. Das soll auch langen. Wir fangen dann gleich mit dem Webinar an. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie die einfach in den Chat rein. Falls Sie Diskussionspunkte haben, schreiben Sie die rein, falls Sie irgendwas widersprechen wollen, was ich gesagt habe. Schreiben Sie es einfach in den Chat rein und zum Schluss schauen wir uns das dann gemeinsam an. Fangen wir mal an. Change Management in Krisenzeiten. Das ist ein super, super spannendes Thema momentan, das sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Ein kleiner Disclaimer am Anfang: Wenn ich heute über Change spreche, meine ich sämtliche Veränderungsprozesse im Unternehmen. Ja, ich meine kleine Veränderungen, große Veränderungen, Transformationen innerhalb von Teams, unternehmensweit. Heute ist einfach alles mal Change, der Einfachheit halber. Change begleitet uns auch überall. Wir kommen überall damit in Kontakt, sei das in Magazinen, auf Vorträgen, auf LinkedIn. Alles geht um Change Management. Aber es hat natürlich auch einen guten Grund, wieso wir uns alle mit Change Management so viel beschäftigen, weil es gibt einfach extrem viel Change momentan. Ja, eigentlich jedes Unternehmen ist irgendwie betroffen von einer Veränderung. Um das mal zu verdeutlichen, habe ich hier mal eine
Studie rausgenommen. Das ist der deutsche Change Readiness Index der Staufen AG. Die sind 2017 auf 400 Unternehmen zugegangen und haben die mal gefragt, was glaubt ihr denn, wie sehr ihr euch verändern werdet in den nächsten 24 Monaten? Und da haben ungefähr die Hälfte der Firmen gesagt, doch, wir glauben, dass wir uns innerhalb der nächsten 2 Jahre stark oder sehr stark verändern werden. Die Staufen AG ist dann 2 Jahre später nochmal hingegangen und hat gefragt, ja, Leute, wie sah es denn jetzt aus? Wie sehr habt ihr euch denn verändert? Es hat sich herausgestellt, dass in 70% der Unternehmen eine starke bis sehr starke Veränderung stattgefunden hat. Das ist eine wahnsinnig große Zahl. Das zeigt uns, wie wichtig Change momentan ist und wie allgegenwärtig es ist. Und das rechtfertigt auch so ein bisschen dann, wie viel darüber gesprochen wird. Wir sehen aber auch, dass die Leute sich gar nicht so einig sind. Es werden immer wieder neue Bücher rausgebracht und neue Artikel veröffentlicht. Aber irgendwie scheinen wir noch nicht so richtig verstanden haben, wie Change Management funktioniert. Und es liegt hauptsächlich daran, dass Change einfach komplex ist. Change ist sehr, sehr unterschiedlich. Change kann unser Team betreffen, kann unseren ganzen Standort betreffen, es kann die ganze Organisation betreffen. Es können sehr kurze Changes sein, die auf ein paar Wochen angesetzt sind oder ein paar Monate, bis hin zu Change-Projekten, die kein Ende nehmen wollen. Ja, manche Change-Projekte werden von oben nach unten delegiert. Manche Change-Projekte sind eher revolutionär und kommen von unten nach oben. Es gibt auch verschiedene Ursachen für Change. Ja, manche Changes sind aktionär. Wir wollen irgendwo hin. Das heißt, wir wollen uns verändern, um irgendwas zu erreichen. Manchmal sind Changes aber auch reaktionär. Das heißt, unsere Umwelt hat sich so sehr verändert, dass wir uns verändern müssen. Ja, also momentan sind wir gerade in einer eher reaktionären Situation, wo sich sehr, sehr viel verändert und wir darauf reagieren müssen. Es gibt aber noch ganz andere Gründe, wieso Change-Projekte durchgeführt werden könnten. Ja, sind das Prestige-Projekte, Zielvereinbarungen, es war noch Budget übrig. Es gibt allerlei Grund, um ein Change-Projekt durchzuführen. Change-Projekte betreffen auch unterschiedliche Bereiche unseres Unternehmens. Ja, manche sind es Prozesse, die sich verändern oder Systeme oder das Umfeld oder die Kultur. Aber all diese Dimensionen haben auch Wechselwirkungen miteinander. Und was wir hier sehen, ist, dass Change einfach so, so vielfältig ist und so divers ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, das Ganze über einen Kamm zu scheren und eine einheitliche Lösung dafür zu finden. Und deswegen müssen wir auch so viel darüber reden, weil es einfach so unterschiedlich ist. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt ein Ding, was alle Change-Projekte gemeinsam haben. Ja, ich verspreche Ihnen, so ziemlich jedes Change-Projekt hat diese Eigenschaft. Change-Projekte erzeugen Stress. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern meistens ziemlich, ziemlich viel. Da gibt es auch sehr, sehr viele Studien, die sich damit auseinandersetzen. Ich habe jetzt mal eine rausgenommen. Das ist die Studie von Mutare-TED-Umfrage. Mutare, wer sie nicht kennt, gerade für Leute, die sich mit Change auseinandersetzen, eine sehr, sehr gute Adresse, was Studien zum Thema angeht. Die haben eine sehr schöne Umfrage mit dem Titel Macht Change krank durchgeführt in 2017. Da haben sie die Arbeitnehmer mal befragt, was für Belastungen sie denn ausgesetzt sind im Rahmen von Change-Prozessen. Ja, und da sehen wir eine ganze Menge, das sind auch nicht alle, das waren jetzt nur die ersten 11. Diese Belastungen kann man zusammenfassen zu 4 Hauptstressoren, die Change-Projekte auf uns ausüben. Fangen wir mal an mit dem größten Stressor, das jedes Change-Projekt auf uns ausübt. Es ist die Überlastung. Die allermeisten Leute, die gefragt werden, was stresst euch am meisten an einem Change-Projekt, ist es die Überlastung. Change-Projekte erzeugen wahnsinnig viel Mehraufwand. Ja, zum einen ist es ein Projekt, Projekte erzeugen mehr Arbeit. Und zum anderen betrifft dieser Change meistens auch Leute, die nicht direkt im Projekt involviert sind. Die müssen trotzdem ihre Gewohnheiten ändern, ihre Prozesse ändern, sich auf eine veränderte Umwelt anpassen. Change-Projekte erzeugen einfach sehr viel Arbeit. Und gleichzeitig sind sie meistens auch sehr streng getaktet. Man geht meistens davon aus, dass Change nicht so lang dauert und es dauert meistens doch viel, viel länger, als man dachte.
Und gleichzeitig findet eine hohe Erwartungshaltung statt. Am Anfang bewirbt man sein Change-Projekt natürlich, oh, es wird alles so viel besser, wenn das Change-Projekt mal fertig ist. Und dadurch haben wir eine sehr hohe Erwartungshaltung und das stresst uns natürlich weiter. Ein zweiter, sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir im Auge betrachten müssen, ist die Verunsicherung, die während einem Change-Projekt stattfindet. Ganz selten haben wir so ein klares Zielbild, dass wir genau wissen, was uns am Ende von unserem Change-Projekt erwartet. Meistens wissen wir ungefähr, wo wir hinwollen, aber wir wissen noch nicht so ganz genau, wie das aussehen wird. Ja, und das erzeugt natürlich ein bisschen mulmiges Gefühl, wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Oft fehlt auch die Orientierung. So, wo stehen wir denn gerade im Change-Projekt? Wie viel müssen wir noch ändern? Haben wir überhaupt schon was erreicht? Welche Maßnahmen sollen wir denn jetzt ergreifen? Ja, man fühlt sich so ein bisschen verloren im Wald und das stresst einen schon. Auch werden Entscheidungen oft getroffen, ohne richtig erklärt zu werden. Dann hat man das Gefühl, dass man sich nicht wirklich beteiligen kann. Man hat ein Gefühl der Ohnmacht, was alles zu Verunsicherung führt. Ja, auch nicht zu vernachlässigen ist die Existenzangst. Auch wenn es Change-Projekte sind, die nichts damit zu tun haben, irgendwelche Arbeitsplätze abzubauen, haben Leute immer Angst, ihren Arbeitsplatz, so wie er ist, jetzt zu verlieren. Das kann sein, dass man in ein anderes Team versetzt wird, dass man andere Aufgaben bekommt, dass man seinen Status innerhalb einem sozialen Gebilde Arbeit verliert. Da muss man bedenken, das ist eine wirklich, wirklich valide Angst, die sehr, sehr ernst zu nehmen ist. Und dieser ganze Stress führt dann natürlich auch zu sozialen Störungen. Die Konflikte werden mehr, weil man diesen Stress irgendwie rauslassen möchte und man lässt ihn dann halt doch des Öfteren dann an seine Arbeitskollegen aus. Man muss mit neuen Menschen klarkommen, mit denen man natürlich erstmal so ein bisschen die Hierarchie austarieren muss. Und erstaunlich oft kommt es innerhalb von Change-Projekten zu Mobbing. Da gibt es auch sehr, sehr interessante Studien darüber, die zeigen, wie viel Mobbing eigentlich initiiert wird durch Change-Projekte. Also jeder, der sich da ein bisschen mit beschäftigen möchte, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. So, jetzt wissen wir, dass Change wahnsinnig viel Stress erzeugt. Aber wissen Sie, was auch viel Stress erzeugt? Eine globale Pandemie. Corona stresst uns momentan so sehr, dass der Stress, der gerade von unseren Change-Projekten ausgeht, ein bisschen zusammenschrumpft. Ja, jetzt sind wir nicht nur von unserem Change-Projekt gestresst, sondern wir sind auch von unserem veränderten Privatleben überfordert. Ja, wir müssen jetzt auf einmal alle Social Distancing praktizieren. Wir sind alle daheim eingesperrt mit unseren Kindern, mit unseren Partnern oder vielleicht auch allein, was vielleicht noch viel schlimmer ist. Wir haben mit Erkrankungen zu kämpfen in der Familie, im Umfeld. Unser ganzes Privatleben ist einfach auf den Kopf gestellt. Auch auf der Arbeit sieht es nicht besser aus. Wir sind im Homeoffice. Wir müssen remote arbeiten, wir müssen die ganzen Sachen erstmal rausfinden, wo wir klicken müssen, dass uns alle hören. Manche von uns sind von Kurzarbeit betroffen. Vielen Leuten droht ein Arbeitsplatzverlust. Ja, es muss ja nicht unser persönlicher sein, aber auch von Kollegen oder Leuten, die wir kennen. Und unser Change-Projekt ist natürlich auch von diesem zusätzlichen Stress durch Covid-19 betroffen. Unsere Ziele sind teilweise hinfällig, weil sie jetzt eh egal sind, beziehungsweise rutschen in den Hintergrund. Unser Zeitplan hat sich komplett verschoben, weil sehr, sehr viel einfach ausgefallen ist, sehr, sehr viel nicht mehr möglich ist. Viele unserer Maßnahmen, die Präsenzveranstaltungen waren, wie Workshops und Schulungen, alles abgesagt. Ja. Das heißt, wir haben jetzt durch unseren Change-Prozess, unser Change-Projekt, schon viel Stress gehabt. Und jetzt kommt noch Covid-19 dazu. Und stresst uns noch so viel mehr. Was wir jetzt haben, hauptsächlich, ist wahnsinnig viel Stress. Und was der menschliche Körper macht, wenn wir Stress haben, ist eine Entscheidung fällen. Und wir haben die Entscheidung zwischen zwei Optionen. Fight or flight. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir irgendwie gegen diesen Stress ankommen können, dass wir irgendwas tun können, entscheiden wir uns für Fight. Dann fangen wir an, gegen diesen Stress zu kämpfen. Wenn wir das Gefühl haben, der Stress ist so groß, dass er uns komplett überfordert, versuchen wir uns, diesem Stress zu entziehen. Das heißt, wir rennen weg. Voraussetzung ist, dass wenn wir kämpfen, dass wir wissen, wogegen wir kämpfen.
Das ist nicht immer klar. Gerade momentan wissen wir nicht so ganz genau, gegen was will es momentan gerade kämpfen. Aber auch weglaufen ist gerade nicht wirklich eine Option. Denn wir wissen jetzt auch nicht wirklich, wo wir hinlaufen sollen. Wir sind ja quasi schon daheim in den eigenen vier Wänden. Das heißt, was machen wir denn jetzt mit unserem ganzen Stress? Wo lassen wir ihn denn raus? Wenn wir uns nämlich mal anschauen, wie sich Stress auf unsere Produktivität auswirkt, das heißt zum Beispiel an unserem Arbeitsplatz, sehen wir, das hier ist jetzt die Kurve von Nyakis Dodson, die ist 1906 entwickelt worden, die haben Produktivität über Stresslevel bei Probanden gemessen. Und was man dann sieht, ist, bei niedrigem Stresslevel tendieren wir dazu, nicht so produktiv zu sein, wir machen nicht so viel, wir haben ja Zeit. Wenn das Stresslevel allerdings etwas hoch geht, steigt auch unsere Produktivität. Ja, und bei einem mittleren Stresslevel erreichen wir maximale Produktivität. Wenn jetzt aber der Stress weiter erhöht wird, sind wir irgendwann so überfordert, dass unsere Leistung langsam wieder schwindet. Hier sind wir dann im Flight-Modus. Bis wir dann irgendwo angekommen sind, dass der Stress so hoch ist, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir jetzt tun sollen. Ja? Das heißt, wir sind hier im Fight-Bereich. Hier können wir noch ankämpfen gegen den Stress. Hier fangen wir an, ihm zu entziehen. Und hier sind wir in kompletter Handlungsunfähigkeit. Ich nenne das gern so Reh im Scheinwerferlicht-Effekt. Ja, also wir sehen, dass das Auto auf uns zukommt, aber wir sind davon so überfordert, dass wir weder gegen das Auto kämpfen, noch rausspringen von der Straße, sondern wir sehen einfach nur, wie das Auto auf uns zukommt und es überrollt. Wenn Sie sich jetzt also in dieser extremen Stresssituation, die Ihr Change-Projekt plus Covid-19 verursacht hat, wenn Sie sich hier befinden, in diesem Bereich, quasi im Flight bis hin zum Reh im Scheinwerferlicht, hat das natürlich Folgen für Ihr Change-Projekt. Ja, die Leute arbeiten weniger, weil sie weniger produktiv sind, weil sie einfach so gestresst sind. Sie entwickeln eine Ablehnungshaltung gegen das Change-Projekt, weil sie das Change-Projekt als den Stressauslöser sehen und davon versuchen, wegzukommen. Sie fallen zurück in alte Gewohnheiten, weil es einfach doch sehr, sehr viel Kraft kostet, sich Neues anzueignen. Und der Stress, den sie haben, lassen sie noch viel eher an ihren Arbeitskollegen aus, was natürlich zu mehr Konflikt führt, was dann auch wieder zu mehr Stress führt. So, das sieht gar nicht so gut aus. Jetzt ist natürlich die große, große Frage, was können wir jetzt tun? Wenn wir uns nochmal die zwei Grafiken anschauen, die wir gesehen haben, sehen wir, wenn wir uns hier befinden, ist das nicht so gut und wir müssen rauskommen aus unserem Flight-Bereich. Das heißt, wir versuchen einfach mal unser Stressprojekt, unser Stresslevel zu reduzieren und in diesen Fight-Bereich wieder reinzukommen, ja, dass wir hier wieder handlungsfähig werden. So, jetzt haben wir den Stress reduziert und sind wieder handlungsfähig, aber wir wissen gar nicht, was wir denn tun sollen. Hier entsteht dieser blinde Aktionismus, den wir in den letzten Wochen beobachten konnten, wo einfach irgendwas gemacht wird, weil wir irgendwie diesen Stress loswerden wollen dadurch, dass wir etwas tun. Das heißt, wenn Sie Ihr Projekt hierhin bekommen, dass die Leute wieder arbeiten können, dass sie in einem Fight-Bereich sind, müssen Sie auch sagen, wogegen Sie kämpfen sollen. Ja, wir müssen diesen Rahmen hier schaffen. Die Leute müssen wissen, was sie zu tun haben, wenn sie gerade in ihrem Fight-Modus drin sind. Ja, und um Ihr Projekt, das jetzt gerade läuft, während der Covid-Krise, irgendwie darauf einzustellen, hier den Stress zu reduzieren und rauszufinden, was wir tun sollen, kann man in drei Schritten machen. Das ist jetzt keine Patentlösung, das ist einfach nur eine Art, darüber nachzudenken. Ja, ich sage jetzt nicht, dass wenn Sie diese drei Schritte befolgen, Ihr Change-Projekt auf jeden Fall laufen wird, aber das sind einfach mal Sachen, die man sich einfach mal überlegen kann, über die man nachdenken kann, die man innerhalb seines Teams mal diskutieren kann. Einfach nur Anregungen, ja. Das heißt, der erste Schritt ist es, raus aus unserem Flight-Modus, rein in unseren Fight-Modus. Das geht dadurch, dass wir den Stress reduzieren innerhalb unseres Projektes. Große Frage, wie reduziert man diesen Stress? Die allereinfachste Art und Weise, rauszufinden, wieso unser Projekt gerade gestresst ist,
ist, die Leute zu fragen. Fragen Sie einfach mal an Ihr Team, wo fühlt ihr euch gerade überlastet? Ja, wie vorhin schon erwähnt, dieses Projekt muss gar nichts mit Arbeitsplatzverlust zu tun haben. Die Leute haben teilweise trotzdem Angst davor. Sie fürchten sich davor, dass alles anders wird und sie nicht mehr das machen, was sie heute machen. Sind die Leute überlastet? Ja, durch private Sachen, durch andere Aufgaben innerhalb des Unternehmens. Sind die Leute verwirrt? Wissen die nicht, wie es momentan weitergeht mit diesem Change-Projekt? Sind vielleicht Gerüchte im Umlauf, die irgendwie diesen Change beeinflussen? Nutzen die Tools, die nicht richtig funktionieren? Ja, das kann auch sehr, sehr stressig werden. Gibt es Konflikte innerhalb des Teams? Wenn Sie da einfach mal nachfragen und sagen, okay, Leute, woran liegt es denn gerade, dass wir so gestresst sind? Kann man viele, viele Stressoren relativ schnell reduzieren. Nicht alle, aber wir können auf jeden Fall einen guten Schritt Richtung Fight, weg von Flight machen. Der zweite Schritt, um Stress zu reduzieren, ist nicht so beliebt, aber umso wirksamer. Sie müssen jetzt vorbildlich handeln. Und es ist egal, ob Sie die Führungskraft sind, ob Sie der Projektleiter sind, ob Sie Teammitglied sind, ob Sie Außenstehender sind. Wenn Sie vorbildlich handeln, sowas ist ansteckend. Wenn Sie Verantwortung übernehmen, wenn Entscheidungen, wenn wichtige Entscheidungen jetzt getroffen werden, nicht nur irgendwelche, sondern auch die richtig wichtigen Entscheidungen getroffen werden, wie sie dann auch wirklich kommuniziert werden, hat es eine wahnsinnig große Vorbildfunktion, wo die Leute dann auch nachziehen. Und vor allem verhalten sie sich wirklich besser als das, was sie von ihren Mitarbeitern verlangen. Wenn sie von ihren Mitarbeitern verlangen, dass sie im Homeoffice immer pünktlich sind, immer freundlich sind, immer produktiv sind, dann müssen sie das auch sein, wenn nicht noch besser. Sowas ist wahnsinnig ansteckend und reduziert das Stresslevel ungemein. Und der dritte Punkt darf natürlich in keinem Change-Seminar fehlen, dieses Wort kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Wir sitzen gerade alle verteilt, wir gehen nicht mehr wirklich zusammen Kaffee trinken. Da fehlt einfach ganz, ganz viel Informationsaustausch, der sonst immer gegeben ist. Das heißt, gerade jetzt in Ihrem Change-Projekt müssen Sie die Richtung immer wieder kommunizieren, immer und immer wieder, ja? Auch Entscheidungen müssen erklärt werden, wieso diese Entscheidungen jetzt so getroffen wurden, wie sie getroffen worden sind. Zeigen Sie, wo Sie in diesem Change-Projekt momentan stehen. Beantworten Sie Fragen. Ja, also kommunizieren ist natürlich viel reden, aber es ist auch viel zuhören und wirklich nachfragen, wo fehlt es denn bei euch gerade? Wie kann man euch noch weiter unterstützen? Und wenn Sie an diesen drei Punkten mal ansetzen, können Sie es schaffen, den Stress zumindest ein bisschen nach links zu verschieben, dass die Leute wieder ein bisschen Spielraum bekommen, um tatsächlich zu handeln. Wenn Sie soweit sind, dann müssen Sie natürlich auch schauen, wohin die Leute jetzt ihre neu gewonnene Produktivität ausrichten können. Das heißt, Sie müssen Ihr Change-Projekt anpassen. Es wird sich nämlich definitiv geändert haben. Ich glaube, es gibt sehr wenig Change-Projekte, die jetzt nicht von der aktuellen Situation beeinflusst worden sind. Wie passt man aber so ein Change richtig an? Was man machen kann, ist sich einfach mal vier Kernfragen stellen zu seinem Change-Projekt. Und dann, wenn man die Antworten darauf weiß, kann man es dementsprechend anpassen. Auch Veränderungsprojekte dürfen verändert werden. Vor allem in dieser Situation jetzt müssen sie verändert werden. Die erste Frage, auch eine eher unbeliebte Frage, ist: Ist mein Change-Projekt überhaupt noch sinnvoll oder wichtig? Die allermeisten werden sagen, na klar ist mein Change-Projekt sinnvoll und wichtig, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber viel wichtiger ist die Antwort auf die Frage, warum ist es jetzt wichtig? Ja? Und der Grund, weil es in meiner Zielvereinbarung stand oder weil das in der Budgetplanung drin war, ist kein triftiger Grund, wieso dieses Change-Projekt jetzt gebraucht wird. Aber ganz am Anfang stellen Sie einfach mal klar, warum brauche ich mein Change-Projekt jetzt momentan überhaupt noch? Die zweite Frage wäre dem Umfang dann beigemessen. Also wie der Umfang, den mein Projekt momentan hat, ist der überhaupt noch sinnvoll? Ist der überhaupt noch machbar? Kommt was hinzu? Muss ich jetzt noch ein paar andere Sachen mitverändern? Oder müssen wir das Projekt ausweiten? Das ist jetzt nicht nur für unser Team relevant, sondern vielleicht für unsere ganze Abteilung. Was können wir weglassen? Wie müssen wir den Inhalt unseres Change-Projektes so anpassen, dass es für uns jetzt machbar und sinnvoll ist? Und wenn wir das wissen, können wir zum dritten Punkt, schauen, ob unsere interne Priorisierung noch stimmt.
Was vorhin richtig, richtig wichtig war, kann jetzt auch noch wichtig fürs Projekt sein, aber sollte vielleicht nicht an erster Stelle liegen. Ja, was ist momentan das Wichtigste in meinem Projekt? Was ist mein MVP? Und wenn ich das weiß, kann ich zur vierten Frage übergehen und schauen, ob meine Umsetzung überhaupt noch passt. Viele Umsetzungen von Change-Projekten sind Präsenzveranstaltungen, sind Schulungen, sind Workshops, es sind Veranstaltungen. Fällt natürlich alles so flach, aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Und da müssen wir einfach mal nachschauen, wo wir da nachsteuern können. So, und wenn wir die Antwort haben auf diese vier Fragen, dann können wir rausgehen zu unserem Team und sagen, Leute, unser Change-Projekt ist immer noch wichtig, weil, Antwort auf Frage 1, was wir machen, ist Antwort auf Frage 2. Und zwar als erstes machen wir Antwort auf Frage 3. Und wie? Wir machen es die Antwort auf Frage 4. Das gibt den Leuten eine sehr, sehr klare Anweisung, was jetzt zu tun ist. Ja, das ist dann auch nochmal sehr gut für den Stressor Verunsicherung. Der fällt dann natürlich raus, weil die Leute einfach wissen, wo es lang geht und was zu tun geht und sie können ihre Produktivität zielgerichtet einsetzen. Und wenn wir es geschafft haben, den Stress zu reduzieren, ja, wieder in Fight-Modus reinzukommen und unseren Change so anzupassen, dass wir wissen, wo wir unsere ganze Energie rauslassen, dann können wir uns auch überlegen, hey, hilft uns die Disruption nicht irgendwie? Können wir die irgendwie nutzen für unser Change-Projekt? Und tatsächlich gibt es ein paar Gründe, wieso die Disruption für uns jetzt sinnvoll sein kann und hilfreich sein kann für unser Change-Projekt. Zum einen sind wir alle schon aus unserer Komfortzone raus. Ja, wir sind nicht mehr in unserem Alltagstrott. Wir sind alle jetzt daheim und müssen irgendwie klarkommen. Jetzt ist eine super, super Zeit, um sich neue Gewohnheiten anzutrainieren. Zum anderen ist die Dringlichkeit plötzlich da. Wir sehen das gerade, was Remote-Arbeiten zum Beispiel angeht. Ja, da gibt es Firmen, die schon, wo schon seit Jahren gesagt wird, bitte, bitte lasst uns remote machen. Aber die Firma hat gesagt, nö, machen wir nicht, geht nicht. Und jetzt sehen wir, doch, es geht. Man muss es einfach mal machen. Und das bringt uns für unser Change-Projekt weiter, weil wir einfach ein bisschen diese Hemmschwelle verlieren und einfach mal machen und schauen, was dann passiert. Außerdem können Sie diese Situation jetzt nutzen, um Ihr Change-Projekt wieder zu reduzieren vom Umfang her. Was bei Change-Projekten ganz oft passiert, ist, dass man fängt an, man hat einen initialen Scope und irgendwie nach und nach bekommt man immer wieder neue Aufgaben, so hey, könnt ihr noch das bitte umsetzen, könnt ihr hier noch, wenn ihr eh schon am Verändern seid, könnt ihr nicht noch das ändern. Und jetzt ist die Möglichkeit zu sagen, nee, wir machen jetzt wirklich nur das Allerwichtigste und die Kernaufgabe unseres Change-Projekts. Und das kann sehr, sehr gute Auswirkungen auf die Erfolgsquote Ihres Change-Projekts haben, wenn Sie nur das umsetzen, was wirklich wichtig ist. Was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist das große Lernpotenzial, das wir jetzt haben. Wir befinden uns jetzt in einer Ausnahmesituation, die wir uns alle nie so erhofft haben, aber wir können aus dieser Situation lernen. Wir lernen sehr, sehr viel über Leadership. Wie führe ich Leute durch eine schwierige Situation? Wir lernen ganz, ganz viel über, welche Veränderungen momentan wichtig sind. Wir lernen ganz viel über Zusammenarbeit. Ja, wir können diese Situation zu unserem Besten nutzen, indem wir uns alles aufschreiben und so viel wie möglich miteinander drüber reden, also so wie heute zum Beispiel, dass wir einfach drüber reden, was lernen wir hier raus. Es werden bestimmt so viele Veröffentlichungen nach dieser Krise rauskommen. Ja, wir müssen einfach Teil dieser Diskussion sein, dieses Lernprozesses sein. Wir sollten es einfach als Chance sehen. So, das waren quasi die drei Schritte, wie Sie Ihr Change-Projekt irgendwie durch die Krise durchbekommen können. Wenn ich möchte, dass Sie ein paar Sachen mitnehmen aus diesem Webinar. Es ist zum einen, wir befinden uns momentan hier und wir wollen da raus. Wir wollen hier in den Fight-Bereich und zum anderen, wir müssen wissen, wogegen wir kämpfen. Und dann funktioniert das. Also Stress reduzieren, Change anpassen, Disruption nutzen. Und ganz zum Schluss, was auch wichtig ist, ist nicht die Leichtigkeit verlieren, ja? Gehen Sie mit Leichtigkeit durch die Krise. Es ist eine echt
nicht, also ich bin, muss mich in meiner Wortwahl doch etwas bewusst sein. Es ist keine gute Situation, in der wir uns jetzt momentan befinden. Und wir werden auch die nächsten Jahre die Auswirkungen der Covid-19-Krise spüren. Aber versuchen Sie einfach bei Laune zu halten, zu sein. Sprechen Sie viel mit Ihren Arbeitskollegen, sprechen Sie viel mit Ihrer Familie, sehen Sie, was Sie haben, und gehen Sie einfach mit Leichtigkeit durch die Krise. Vergessen Sie nicht, Spaß zu haben dabei. Wir als Cassini stehen natürlich weiterhin zur Verfügung. Wir machen weiterhin Beratungs- und Trainings. Wir machen weiterhin Digitalisierung, IT-Exzellenz. Und was momentan auch ein sehr spannendes Thema ist bei uns, ist hier das Business Continuity Management. Da können Sie mit zwei unseren Partnern der Cassini Consulting einen kostenlosen Continuity-Check machen, wo wir uns mit euch, mit Ihnen zusammensetzen und einfach schauen, wie Sie Ihre Stärken in der Krise so nutzen können, dass Sie durch die Krise hindurchkommen. Wir haben auch noch andere weitere spannende Webinare. Gerade heute Nachmittag findet Business Continuity Management statt. Das ist schon das dritte Mal, dass dieses Webinar stattfindet, weil es einfach so sehr beliebt ist. Auch sehr zu empfehlen, Tipps und Tricks für Remote Workshops. Das ist ein Webinar, das auch schon intern bei uns bei der Cassini gehalten worden ist, mit wirklich, wirklich hilfreichen Tricks für Remote Zusammenarbeit. Wir werden auch über Digitalisierung, Digital Marketing sprechen, über agile Projekte, über Back to Normal nach Corona ist vor Corona und zum grünen Abschluss dann auch Data Science am Handgelenk, wo es dann auch ein bisschen noch in die Materie reingeht. So, das war's von meiner Seite. Das war jetzt Druckbetankung. Ich bin jetzt sehr gespannt, was für Fragen Sie haben, beziehungsweise wie wir es schaffen, jetzt eine Diskussion zu starten. Ich schaue mal ganz kurz in den Chat rein. Change-Stress muss nicht sein. Begeisterung für das neue Wecken ist angesagt, oder? Wie geht Cassini damit um? Fragt Jan Rohrweber. Ja, Begeisterung ist auch eine Art Ausdruck von Stress, von Aufregung. Ja, wenn wir irgendwas Neues machen, wenn uns etwas aufregt, wenn wir begeistert sind, ist das ja auch oft eine Art Stress zum Ausdruck zu bringen. Das ist auf jeden Fall eine gute Art, den Stress umzusetzen, kann aber nicht immer den Stress ersetzen. Ja, also wenn wir sehen, dass Stress passiert, können wir versuchen, das Ganze in Begeisterung umzusetzen, um dann produktiver zu werden. Aber auch Begeisterung ist eine Art Stress. Dann steht noch Streiche allerwichtigste zugunsten von allerrichtigste. Jetzt weiß ich nicht genau, auf welche Folie das anspielt. Herr Rohrweber, wollen Sie mir mal kurz sagen, was Sie damit gemeint haben? Ja, das kann ich gerne tun. Hallo. Klar, erstmal ging's drum, Reduktion, ne? Also hier die Bogenkurve war ja eher einer der Ankerpunkte. Wenn man dann sagt, naja, also ich reduziere mal den Umfang und wenn ich den Umfang reduziere, dann komme ich damit auch leichter klar. Das heißt aber nicht, dass da noch die richtigen Ziele drin stehen. Also ich bin ganz schwerer Vordenker oder Querdenker zu. Lasst uns nicht das Problem beleuchten, es liegt nämlich in der Vergangenheit, sondern lasst uns die neuen Chancen beleuchten. Und wenn ich diese Reduktion mache, wenn ich sage, also ey, habe auch gerade ein paar Kunden, die das sagen, also irgendwie geht das nicht mehr. So, den brauche ich jetzt nicht ein neues Produkt, weder von der Firma A, B, C noch von irgendwie von den ganz Großen einführen, sondern die haben festgestellt, und nicht jeder kann das so klar sagen, das, wie wir es gemacht haben, geht nicht mehr. So, jetzt kann ich sagen, na gut, dann mach von dem weniger, dann kannst du das ja. Nee, umdrehen, nach vorne gucken und sagen, gut, was habe ich denn jetzt an Chancen? Wir haben hier nämlich noch aufgeschrieben, wir finden uns, so mein Abschlusswort wäre gewesen, wir befinden uns in einem Freiraum, den wir bisher nie hatten. Aber viele gucken nach hinten, ich kann was reduzieren, dann geht das schon, ich muss da anders führen. Ja, warum gucken wir nicht einfach nach vorne und sagen, gut, bisher wollten wir, was weiß ich, Produktivität steigern über eine Zeit von. Aber warum ändern wir nicht unser Angebot? Weil das, was wir haben, das ist schon längst in so einer Saturation Curve,
drin, das kann man gar nicht mehr verkaufen. Komm, hey, lass los, lass uns was Neues machen. Also das ist so jetzt mal auf wenige Worte zusammengefasst der Grundgedanke dahinter. Ja, total gut. Also ja, da stimme ich Ihnen auf jeden Fall voll bei. Wir haben jetzt wirklich eine Situation, wo wir alles komplett überdenken können, was wir in letzter Zeit gemacht haben und wirklich nochmal schauen können, ist das überhaupt sinnvoll, was wir gerade tun, oder sollten wir einfach mal aufhören? Ja, wirklich guter Punkt. Danke dafür. Und ich würde in dem Punkt gleich noch eins angehängt. Sie haben ein paar Mal gesagt, ja, also fragt die Leute, was ihnen Stress macht, und dann gucken wir, wo wir da hinkommen. Aus meiner Erfahrung, und ich mache Zukunftsmanagement inzwischen weit über 20 Jahre, nie, 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 nie danach fragen, sondern eher so ein bisschen den alten. Ja, sie holen den wieder an die Oberfläche. Da hat einer, kann einer gerade damit klarkommen. Es bringt ihn gerade nicht mehr dazu, dass er täglich reiern muss irgendwo. Er kommt gerade damit klar, und dann kommt der Berater und sagt, sagen Sie mal, was macht Ihnen eigentlich Stress? So, dann haben sie alle wieder auf dem Tisch. Ich empfehle dir den alten Exupéry. Willst du tolle Schiffe bauen, dann hab nicht nur gutes Material und gutes Werkzeug, sondern lehre die Schiffsbauer die Sehnsucht nach der Ferne und gib ihnen, und das ist jetzt neu, gib ihnen den Freiraum, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Das wäre etwas, wo ich mich gerne auch dann mit Ihnen und den Kollegen nochmal weiter unterhalten würde. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Den haben wir. Aber was ich oft sehe, also weswegen ich diesen Punkt mit reingenommen habe, ist, dass man versucht, die Sachen totzuschweigen. Und das dann einfach heißt, nee, wir fragen nicht danach, weil sonst bekommen wir vielleicht noch eine Antwort. Und deswegen ist es für mich sehr, sehr wichtig, auch mal hin und wieder die Leute auch sprechen zu lassen. Aber es gehört auch dazu. Ja, es gehört auch dazu. Ja, klar. Man darf das einfach nicht so dogmatisch sehen. Das stimmt schon. Genau. Präsentation wird danach verteilt. Ja, es wird morgen noch eine E-Mail geben mit Teilen der Präsentation, beziehungsweise die ganze, und nochmal den Infos dazu. Enormes Potenzial steckt in einer intrinsischen Motivationsarbeit, sagt Uwe Heidt. Herr Heidt, wollen Sie sich dazu nochmal äußern? Scheint nicht so. Gut. Das war es dann auch schon von den Fragen im Chat. Was mich jetzt noch interessieren würde, wieso haben Sie sich denn heute für dieses Webinar überhaupt entschieden? Was treibt denn Sie gerade um im Change Management? Ja? Wenn ich kurz einwerfen darf, Achim Philipp hier, Helvetia Versicherung aus der schönen Schweiz im St. Gallen. Ich habe das zufällig bei Xing gesehen und erstmal vielen Dank für die Präsentation. Ich habe vieles, vieles wiedererkannt, was ich schon im Studium gehabt habe, aber das verliert ja natürlich nichts an Gültigkeit. Ich bin hier Senior PMO in einem riesengroßen Transformationsprojekt. Also wir greifen die Sache an, mal die alte Host-Technologie abzulösen, und sind da auch zuversichtlich, dass wir das erfolgreich hinkriegen. Eins habe ich natürlich hier gesehen, das Thema Kommunikation, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Das ist absolut richtig, das kann ich nur unterstreichen. Man muss die Leute sehr viel abholen, eigentlich schon fast so, dass es zu viel wird. Also die Gratwanderung muss man haben, muss man auch erfolgreich meistern. Wenn es zu viel wird, dann schalten die Leute ab, aber wenn es zu wenig ist, dann verlieren sie es aus dem Blick. Von daher, wir haben eine Regelkommunikation, wo wir an die verschiedenen Stakeholder rangehen und da regelmäßig auch das Feedback abholen. Ich kann von dem Herrn Rohrweber, das kann ich unterstreichen, bitte nie, nie, nie nach Stress fragen, wenn es die Leute gerade hinkriegen. Das ist schon richtig. Wir machen Umfragen innerhalb vom Team, vom Projektteam. Nehmen da ein Tool, das nennt sich Mentimeter, kann jeder mal schauen. Das ist ganz gut als Online-Umfragetool, das kann man auch real-time machen. Wir fragen dann aber eher so nach Sachen, so was können wir besser machen und was klappt ganz gut. Da kriegt man dann auch die Stressfaktoren recht gut mit, ohne dass man wirklich direkt mit dem Finger drauf zeigt. Und ganz wichtig ist ein gutes, gu-
gutes Teamfeeling, ein gutes Team, ein guter Teamspirit. Also ich nenne mich immer Senior PMO Schrägstrich Feelgood Manager. Wir haben auch regelmäßige, sagen wir so Social Events. Also die sind nicht zu unterschätzen. Also auch mal abends oder mal um 16:30 sagen Feierabend und dann schüttet man sich gemeinsam einen auf die Lampe. Das hilft sehr viel. Das hat uns auch sehr geholfen, dass wir jetzt in der Corona-Zeit, wo alle im Homeoffice sind, trotz allem noch extrem gut zusammenarbeiten und auch die Stimmung immer noch recht gut ist. Also viel kommunizieren und wie Sie auch gesagt haben, Frau Biesinger, den Spaß nicht vergessen, sich ab und zu mal einen auf die Lampe zu kippen. Wir machen das übrigens heute Abend im virtuellen Apéro. Das hilft auch weiter. Dankeschön. Ja, Ich vielen Dank, Herr Philipp, dafür. kann vielleicht auch noch was dazu sagen, Jan Rohwebe, nochmal, warum mich das neugierig gemacht hat. Also erstens kenne ich die Cassini schon als Dienstleister von meinem letzten Arbeitgeber, bin inzwischen aber selbstständig und wollte mal sehen, wie man genau mit dieser Ungewissheit umgeht, Ungewissheit als Chance verstehen, Ungewissheit als Risiko verstehen. Nach meiner These sind etwa die ganzen Digitalisierungsprojekte, wie wir sie alle kennen, das ist nur 30% Technik und Struktur. Und das sind, die kann ich aus dem Regal nehmen, meistens. Aber 70% sind Menschen, Organisationen, Kulturen, und ja, Lebensräume. Und wenn ich die nicht mit reinbringe, und da zeigt uns gerade, ja, das haben Sie wunderschön dargestellt, Frau Giesinger, zeigt uns ja gerade, was alles passiert, wenn ein einzelner Faktor sich nur ändert, das ist das, was den Unterschied macht. Sehe ich das als rein technisch an? Da kommen wir alle her, die Cassini genauso wie auch meine alte Firma, die Fujitsu. Aber jetzt geht es darum zu sagen, okay, wir gucken nach vorne, wir gucken uns nicht mehr die 87%, die wir im Mittelwert übrigens im Kopf haben, mit Vergangenheit an, sondern wir gucken mal, dass wir die Vergangenheit aufs Notwendige reduzieren und gucken nach vorne und sagen, hey, das ist eine Chance. Und ich mache was draus, weil Zukunft ist der Raum, in dem ich leben will. Und ich war neugierig, was die Cassini, wie sie sich gerade dazu positioniert, und freue mich über eine weitere Diskussion. Vielen, vielen Dank dafür. Gibt es noch weitere Geschichten aus dem Alltag, wie Ihr Unternehmen damit umgeht? Ja, mein Name ist Stefan Ungerböck. Ich bin Berater für Organisation, Prozesse und Produktivität. Und für mich war die Kernfrage für dieses Seminar eigentlich, wie gehen Sie in Krisenzeiten damit um, dass Sie einen dramatischen Produktivitätsverlust haben und so auf Ihrem Weg bei der Produktivitätssteigerung plötzlich total nicht nur eingebremst, sondern zurückgeworfen werden? Jetzt als Cassini intern oder wie soll ich die Frage interpretieren? Naja, als Ratgeber mit diesem Seminar. Ah, okay. Das war also quasi Ihre Erwartungshaltung an dieses Seminar. Puh, also das sind jetzt einfach Sachen, die wir jetzt einfach akzeptieren müssen, die jetzt passiert sind. Ja, unsere Produktivität ist runtergefahren, unsere Aufträge werden reduziert. Wir müssen damit jetzt einfach umgehen lernen und wie wir jetzt auch schon gehört haben, das jetzt einfach akzeptieren und weitermachen, nach vorne blicken, sich neue Ideen, neue Sachen überlegen. Also wir können jetzt entweder darauf verharren, oh nein, unsere Ziele, die wir am Anfang des Jahres uns gesteckt haben, werden nicht mehr erreicht und uns daran messen, was wir am Anfang des Jahres uns überlegt haben, uns als Ziel gesteckt haben. Oder wir sagen, okay, jetzt ist der Nullpunkt, jetzt fangen wir neu an. Jetzt müssen wir sagen, okay, was sind unsere neuen Ziele? Wie machen wir jetzt von diesem Standpunkt aus weiter? Aber natürlich, wie das jedes Unternehmen macht, ist sehr, sehr unternehmensspezifisch. Kommt natürlich darauf an, was Ihre Dienstleistung ist, was Ihr Produkt ist, wie momentan die Krise ihre Arbeit beeinträchtigt. Also da eine pauschale Lösung zu geben, ist sehr, sehr schwer. Hat das Ihre Frage auch nur ansatzweise beantwortet? Das Abbrechen des Projektes war praktisch jetzt gar nicht möglich, weil das auch der Kunde, Auftraggeber nicht wollte.
Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir gesagt haben, was ist denn die theoretisch maximale Produktivität, die wir mit dieser speziellen Besetzung in der Corona-Phase überhaupt erzielen können. Haben uns ein paar Tage das Ist-Niveau angesehen und haben uns dann entsprechende neue Ziele gesetzt. Ich glaube, das ist noch ein Weg, der relativ gut funktioniert, aber das, was die beiden Vorsprecher gesagt haben, das stimmt absolut. Man muss die Leute bei Stimmung halten und speziell in der Situation ist dieses am Abend noch zusammensitzen und einen Kaffee oder ein Bier miteinander trinken, das ist extrem wichtig gewesen, weil das hat sowieso gefehlt, der ganzen Belegschaft, die das sonst auch manchmal in benachbarten Restaurants gemacht hat. Ja, das sehen wir auch gerade bei uns, Cassini intern. Wir geben uns auch viel Mühe, unsere Virtual Coffee Breaks zu haben, unsere Virtual Feierabendbiere. Und die helfen tatsächlich, ein bisschen den Team Spirit dabei hochzuhalten. Ja, vielleicht für jemand, das mag vielleicht auch ein Aufhänger für jemand sein, mal drüber nachzudenken, ob im Team vielleicht nicht noch der eine, andere oder dritte noch mithelfen kann, dass jetzt plötzlich Personen bei Dingen helfen können, die wir gar nicht vorgestellt hatten, die wir gar nicht auf dem Radarschirm hatten. Das wird, glaube ich, jetzt jeder schon erlebt haben. Ich empfehle da mal so in die alten Übersichten von Meredith Belvin reinzuschauen. Team Roles. Manchmal haben wir nämlich im Sinne der Effizienz und Produktivität Leute rausgestrichen, die brauchen wir nicht. Aber jetzt merken wir plötzlich, ups, zu Hause ist ja auch keiner da, der Kaffee holt. Warum habe ich im Büro eigentlich keinen mehr? Warum kümmert sich keiner um die Kommunikation? Also wirklich empfehlenswert, ganz ernst gemeint, Team Roles nach Meredith Belbin. Ist schon ein paar Jahre alt, aber begleitet mich schon Jahrzehnte in der Beratung und ist immer wieder gut. Es darf auch jemand mehr sein, wenn er einen wertstiftenden Beitrag für ein Projekt liefert. Ja, danke für die Anregung. Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Gibt es noch Erfahrungsberichte oder Fragen? Oder Kritikpunkte, andere Ansichten? Nein, ich hätte nur noch diese Anregung anschließend an das, was ich gesagt habe, mit neue Produktivitätsziele festlegen, hat die Sache bewirkt, dass die Leute, die vorher sich eher gedrängt fühlten zum Mehrarbeiten, plötzlich verstanden haben, wie das mit der Produktivität überhaupt zu rechnen ist und wie die das überhaupt in einer spezifischen Situation realisieren können. Also das war letztlich ein sehr positiver Input fürs Projekt, aber bei der Entwicklung unserer Normalproduktivität, also normaler Prozessablauf mit normaler Belegung, da können wir natürlich jetzt wenig tun. Gut, wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Beiträge. Hat mich sehr gefreut. Hier, aus dem Krisenmodus schnell in einen Explorationsmodus zu kommen, muss das Ziel sein. Ja, so ist das. Genau, vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme heute am Webinar. Morgen erhalten Sie noch eine E-Mail mit einem Teil der Folien, mit den Kernaussagen. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, dürfen Sie natürlich gerne direkt auf mich zukommen. Oder auf die Cassini Consulting im Allgemeinen. Und sonst lege ich Ihnen noch unsere weiteren Webinare ans Herz, die diese Woche stattfinden. Da gibt es bestimmt auch nochmal sehr, sehr interessante Diskussionen und Berichte. Dann wünsche ich Ihnen jetzt eine schöne Mittagspause und noch eine schöne Restwoche und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.